Er ist in der Finanzwelt eine Institution. Edgar Most. Im Sozialismus war er bis 1990 Vizepräsident der Staatsbank in der DDR. Nach der Wende landet Most bei der Deutschen Bank. Als Ostbanker steigt er bis in die Vorstandsetagen auf. Das System, diesen freien Kapitalismus, hat versagt. Der Staatssozialismus hat auch versagt. Beide haben, der eine hat zu wenig reguliert und der andere hat zu viel reguliert. Jetzt müssen wir ein System finden, und das ist eigentlich so der Gedanke des dritten Weges, wie wir Staat und Markt wieder zusammenbringen. Edgar Most hat der Deutschen Bank in Ostdeutschland große Gewinne beschert, vor allem mit Kreditgeschäften. Die Zinsen aus diesen Geschäften produzieren aber auch Druck. Warum müssen wir 3% Wachstum haben? Wenn wir bei normalen Standard bleiben, können wir doch bequem leben. Aber wir müssen das Wachstum in der Welt bringen, um die Zinsen bezahlen zu können, wo wir das Kapital dafür ausleihen. Deswegen ist der Zins eben auch ganz schwer zu handeln. Und er muss sehr sorgsam damit umgegangen werden. Ansonsten wirkt er genau ins Gegenteil. Also ist er nicht mehr Schmiermittel, sondern Krebsgeschwür. Krebsgeschwür. Damit kritisiert Most die gängige Zinspolitik. Sie führte bereits mehrfach zum Absturz. Jeder, der sich Geld bei der Bank leiht, zahlt Zinsen und muss dafür mehr arbeiten. Manchmal ist die Last aber auch zu viel. Und nicht alle werden von den Banken gleich behandelt. Jeder Betrieb, der einen Kredit haben will, muss mit der Bank aushandeln Sicherheiten. Und auf welchen Sicherheiten und ökonomischen, dann kriegt er Geld. Ein Staat, der kriegt das Geld umsonst. Die drucken einfach Schuldscheine und verkaufen sie in die Welt. Wenn die Zinsen mal hoch, dann ist das interessant. Man ist bisher davon ausgegangen, der Staat kann nie pleite gehen, den gibt es ja immer. Also hat man diese Schuldscheine alle gekauft. So hat ja Amerika seine Schulden im Prinzip in der Welt verscherbelt. Übrigens haben wir es mit der deutschen Einheit genauso gemacht. Im Moment wird nur geschimpft über die Investmentbanker, die durch Geldprodukte die Geldvermehrungsmaschinen in Gang gesetzt hat. Aber der Hauptfaktor waren erstmal die Schulden der Staaten. 1970 bis 2006 hat sich das Finanzvermögen der Welt um das 35-fache erhöht. In Einzelfällen sogar über das 40-fache. Aber die Realwirtschaft der Welt nur ums 13-fache. Das heißt, wir müssten, um die Welt wieder zu gesunden, eigentlich das Kapital um 2/3 abwerten. Wir müssten einen Kapitalschnitt machen, einen Währungsschnitt, aber eben nicht in Deutschland, sondern weltweit. Und das wäre eine Frage, mit der müsste sich eigentlich die Welt und die G20 und andere beschäftigen. Damit beschäftigt man sich aber nicht. Man beschäftigt sich jetzt mit den Erscheinungen der Krise. Aber an die Wurzeln des Problems stößt man nicht vor. Und deshalb ist die nächste Blase auch wieder vorprogrammiert. Wenn wir wirklich global denken, dass wir auch global an eine Währung herangehen. Mit Euroland haben wir es ja auch so gemacht. Als Europa gegründet wurde, haben wir die Maastricht-Kriterien erfunden, Maßstäbe, an die sich alle zu halten haben, und haben daraus den Euro gemacht. Ähnliche Wege müssten wir für eine Weltwährung anstreben. Und ich glaube, die Zeit ist noch nie so reif gewesen wie jetzt.